Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Die Gesellschaft entwickelt sich gerade in eine Richtung, die ich vor einigen Jahren vorausgesagt habe. Nein, nicht vorausgesagt, weil ich eine Hellseherin bin, weil ich die Zukunft voraussagen kann. Absolut nicht. Vorausgesagt anhand der Ereignisse, die haben stattgefunden und anhand der Dinge, die ich beobachtet habe. In meinem Job und auch anhand der Dinge, die um mich herum passiert sind. Und es entwickelt sich gerade alles in diese Richtung. Wir werden mehr und mehr eine politisch korrekte Gesellschaft, absolut politisch gerecht, gerechte Gesellschaft, zumindest in der westlichen Welt bis jetzt, eine absolut politisch korrekte Gesellschaft, aber die Ehrlichkeit ist weg, die Offenheit ist weg. Die Freiheit der Menschen zu einem großen Teil ist auch weg. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meiner Zeit, als ich noch gearbeitet habe für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es gab damals, das fing so an, vor ein paar Jahren, ein paar Jahre, vor ich tatsächlich dann dort nicht mehr gearbeitet habe. Es gab eine neue Kollegin, höchst kompetent. Journalistin, journalistische Karriere, abgeschlossenes Hochschulstudium, kompetent, hatte schon ein gewisses Alter, eine wunderbare Frau mit dem Herzen am richtigen Fleck. Sie sollte eine sogenannte Einführungszeit machen. Ja? Bevor man da, dort arbeiten darf, gibt es dann auch nicht nur ein Einstellungsgespräch, sondern dann auch immer eine sogenannte Probezeit. Ja? Und diese Probezeit hat sie gemacht. Sie hatte einen Beitrag gemacht. Wir haben uns unten im Flur getroffen und ich habe gefragt, wie geht es dir und wie ist es? Ja, ich habe gerade einen Beitrag gemacht. Der ist richtig gut geworden. Ich bin richtig zufrieden mit mir selbst. Und ja, toll. Ich freue mich und äh, wir sehen uns. Tschüss das war das letzte mal wo ich diese kollegin diese möglicherweise neue kollegin gesehen habe sie, habe, sie hat ja die probezeit nicht überstanden warum ich weiß es nicht das ist ja nicht meine entscheidung gewesen aber diese frau die meiner meinung nach und auch nicht nur meiner meinung nach sondern andere kollegen waren ähnlicher meinung dass sie sehr kompetent ist ich habe sie nicht mehr gesehen und dann gab es so ein switch ein switch innerhalb weniger Monate hat sich die ja, die die Art der Mitarbeiter, die dort eingestellt wurden, hat sich verändert und ich hatte den Eindruck, ohne jetzt irgendjemanden persönlich nahe treten zu wollen, ich habe es auch in Interviews schon erzählt, je jünger, desto besser. Je un je Weniger Ausbildung, desto besser. Okay, klingt jetzt erstmal hart, aber das war mein Eindruck. Es gab dort plötzlich Menschen, die waren gerade mal 20 Jahre alt, hatten noch nie eine Kamera in der Hand gehabt und sollten dann plötzlich Beiträge machen, selber drehen, selber filmen. Und ich wurde im Flur manchmal von solchen Kollegen gefragt, da ich ja schon länger da war, kannst du mir mal bitte in fünf Minuten zeigen, wie so eine Kamera funktioniert? Natürlich waren danach die Kameras sehr, sehr oft kaputt. Das sind Geschichten aus dieser Zeit. Damals habe ich schon gesehen und habe gedacht, was geschieht hier? Was passiert hier? Jetzt zurück in die jetzige Zeit. Vor ein paar Tagen habe ich ein Interview gesehen. Ich gucke mir absolut keine Nachrichtensendungen mehr an. Immer nur, manchmal ganz gezielt, immer nur dann, wenn ich sie meiner Meinung nach brauche für meine Recherchen ganz gezielt und ich habe mir einen beitrag angeschaut von einem kollegen also ehemaligen kollegen aber ja aus der zeit damals also heute von einem journalisten für die öffentlich-rechtlichen sender er darf also vor die kamera das bedeutet also er ist besonders kompetent und ich habe nur noch mit offenem mund da gesessen und habe gedacht was stammelt der dort was stammelt er dort was sagt er eigentlich er hat versucht etwas zu umschreiben was er offensichtlich nicht umschreiben durfte und hat ganz plötzlich von einer sekunde auf die andere das interview abgebrochen also nichts mehr gesagt und die ja die dame im studio die moderatorin hat das sehr gut aufgefangen und hat dann sofort gesagt danke für diese live schalte ja und das passt zu dem, was ich gerade gesagt habe, wo sich unsere Gesellschaft hin entwickelt. Politisch absolut korrekt, aber nicht mehr ehrlich, nicht mehr offen. Viele Menschen wissen selber nicht mehr, was sie sagen dürfen und was nicht mehr, was jetzt politisch korrekt ist und was nicht mehr. Das ist extrem gefährlich, was hier gerade passiert. Und zwar gefährlich nicht nur für einen Menschen, für eine Gruppe, sondern es ist gefährlich für die Menschheit, weil wir uns austauschen lassen von kompetenten, selbstbewussten, kritischen Bürgern hin zu Bürgern, die zwar politisch korrekt sind, aber eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen haben, nichts mehr sagen dürfen, nichts mehr sagen wollen. Und es gibt auch immer weniger Menschen, die etwas sich trauen zu sagen. Ja, es gibt eine Gruppe von Menschen, die es sich wieder trauen, aber es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, immer mehr Menschen, die tatsächlich mit dem Fluss mitschwimmen. Auch weil sie wissen, dass wenn sie aufstehen und etwas sagen, was sie nicht sagen dürfen, dass das womöglich der Todesstoß ihrer Karriere sein könnte und damit natürlich auch kein Einkommen. Kann man es jemandem übel nehmen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer ist mutig genug, ein Pionier zu sein und dafür alles aufzugeben? Das sind nur wenige. Das sind nur wenige. Auch ich habe einige Ratschläge bekommen in den Jahren, vor das passiert ist, was passiert ist. Schon damals. Sei nicht zu kritisch, sei nicht zu offen, sei vorsichtig. Ich habe ein Problem. Das ist nicht meine Art. So bin ich nicht. So werde ich niemals sein. So bin ich in diesem Leben nicht. So war ich auch im vorigen Leben offensichtlich nicht. Und das ist nicht immer einfach. Aber ich will mich jetzt hiermit gar nicht herausheben oder sonst was. Es fällt mir nur auf, dass wir in eine Zeit angelangt sind, in der mehr und mehr das politische Korrektsein eine Rolle spielt überall überall nicht nur am Stammtisch nicht nur bei Freunden sondern tatsächlich auch bei den großen Sendern und die Folge ist natürlich dass menschen die hinschauen können wir sind ja wir sind ja viele von uns viele gerade auch ältere sind ja aufgewachsen mit auch mit einer kritischen art von journalismus das führt natürlich auch vor allen dingen dazu dass da ganz neue Bewegungen, auch neue Ströme entstehen. Ich will nicht sagen, dass ich aufgegeben habe, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Wie schon in anderen Videos gesagt, aus dem größten Druck entsteht auch wirklich die größte Positivität, kann die größte Veränderung entstehen. Wir sehen ja auch gerade die Veränderung. Übrigens haben wir auch gesehen, ja, bei der bei dieser Silvesterfeier da also nicht die Feier an sich nicht die die ganze ich will nicht eingehen auf das was da alles passiert ist sondern die Übertragung vom ZDF die große Silvesterfeier habe ich mir im Nachhinein ein bisschen was angeschaut weil ich es einfach sehen wollte wo wir sehen, da ist nur ein ganz kleines Grüppchen. Man kann ja immer, das ist ja auch Fernsehen, ne? ihr wisst das, äh, man kann Bilder auch immer so zeigen, wie man sie gerne zeigen würde. Man sieht das, man sieht sogar auf den Bildern, wo versucht wird, eine Masse herzustellen, sieht der kritische Zuschauer, dass da nur ganz wenige Menschen sind. It's over. It's vorbei. Das war einmal. Ja ganz abgesehen von dem Programm und das, da, was da geleistet wurde, es ist nicht mehr zeitgemäß. Damit meine ich nicht das politische Korrektsein. Da wird zwanghaft und krampfhaft versucht, etwas herzustellen, etwas vielleicht aufrechtzuhalten, was nicht echt ist, was nicht ehrlich ist, was nicht da ist wir brauchen natürlich natürlich sind wir menschen mit einem gewissen mit einer seele und auch gute menschen und ja natürlich aber wir brauchen eine diskussion und da muss auch mal etwas gesagt werden dürfen auch von einem journalisten der muss auch mal etwas auf den Punkt bringen dürfen und nicht rumstammeln, weil er Angst hat, dass er ein falsches Wort sagt und damit womöglich nie mehr vor die Kamera darf, darf oder vielleicht sogar seinen Job verliert. Die Anpassungsfähigkeit von Menschen ist groß, aber Mitläufer brauchen wir nicht. Wir brauchen Pioniere, wir brauchen Menschen, die bereit sind, trotz allem, was sich gerade entwickelt, diese Ehrlichkeit und Offenheit in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen zurückzubringen. Viele, die auch offen sein möchten, trauen sich nicht, weil sie ansonsten auch tatsächlich, wie gesagt, nicht nur im Journalismus, sondern auch in anderen Bereichen ihren Job verlieren. Das, was sich gerade hier entwickelt. Oh, 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 das erinnert mich an was erinnert es mich? Wir sollten alle gemeinsam sehr sehr aufmerksam sein bei dem was gerade passiert. Ja, und ich weiß, das was ich jetzt sage, da werden einige sagen, uiuiui, ui, jetzt hat sie schon wieder den Mund aufgemacht. Ich mache mich damit nicht beliebt, ich weiß das. Und damit werde ich auch niemals Millionärin, weiß ich auch. Es ist so wie es ist. Ich bin so wie ich bin, ihr wisst es. Ich rede offen. <laughs> so werde ich immer sein. Und es geht mir gut damit. Ich fühle mich wohl, denn ich habe damit nichts in meinem Innern, keine, wie sagt man, Mördergrube in meinem Herzen. Nein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt.